Ja, Saisonarbeit, das sagt schon das Wort. Es gibt Saison, wo viel Arbeit da ist. Da braucht man Unterstützung. Früher war das so, dass sich dann die ganze Familie zusammengezogen hat und versucht hat, die Arbeit zu bewältigen über einen langen Arbeitstag. Und seit 1990 rum haben wir die Möglichkeit, osteuropäische Saisonarbeitskräfte anzuwerben. Und seitdem haben wir Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa oder jetzt mittlerweile aus Rumänien und Bulgarien, die dann während der Saison kommen. Morgen. Eigentlich haben wir ab 1990 angefangen mit osteuropäischen Saisonarbeitskräften, haben das aber nie in Riesendimensionen ausgedehnt, sondern so wie der Betrieb und so wie der Absatz das Ganze auch hergab. Heute ein bisschen besser. Gestern ich war Doktor, war Rückenschmerzen. Ich mache eine Spritze und Schmerztablette geben. Und jetzt ein bisschen besser heute. Ich habe auch Tabletten heute. Schmerztabletten waren ein Problem. Und eine essen und dann weiter. So schlimm ist es auch nicht mit dem Rücken. Das ist hier was Gymnastik. Ne? Spargel, wir machen immer auf die Wasser rein, weil wir machen im Feld stechen, dann ist trocken und warm. Und die Spargel ist kaputt. Die muss Wasser rein. Eine, zwei Stunden ohne Wasser auf die Feld, dann ist oder auf die Halle, dann ist kaputt, weil wir machen immer jeden Tag waschen. Ich mache immer, wann kommt neue Leute oder Praktikant. Ich mache immer eine Reihe Stechen mit die Leute. Ich mache alles erklären, was das funktionieren. Erst der Spargel, dann muss ein bisschen Loch und mit Finger zwei und so. Und dann die Leute mach alleine probieren. Und wenn was nicht weiß, dann die fragen mich
Und da ich mache neben die Nebenreihe, ich mache eine mit einer Augen Kontrollen. Die mal gut oder nein. Wenn nein, dann ich mache erklären so weiter. Aber normal ist 2-3 Tage, dann Leute alles weiß, schneller lernen. Das ist kein Problem mit Spargel. Mit die Folie ist gut, weil die Spargel ist weiß. Ohne Folie die Spargel, die Spitze ist blau. Eine Leute, welche essen Spargel, sagt mit die blaue Spitze, mit die blaue Kopf, die Spargel ist ein bisschen sauer. Aber die weiße ist ein bisschen beste Qualität, erste Klasse, besser schmeckt. Ja, jetzt wir sind fertig. Jetzt wir fahren nach Hause, die Spargel waschen. Ich heiße Gregor Pachuki. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Polen. Ich komme nach Deutschland 2006 Baujahre. Ich mache Arbeit bei Leonard Palm. Da ich finde meine Frau, Ivona, die mal große Liebe. Meine Frau kommt bei André Bauer zum Saisonarbeiter, zum Entbehrenflugen. Ja, wie von Ivone. Bruder kommt bei Leonard, weil wir haben Samstag immer Party ein bisschen grillen. Die macht zusammen grillen. Und die Rafal-Kollegen bringen Schwester mit, die mitnehmen. Ja, und dann mach eine Woche, zweite Woche zusammen, bla bla, dritte, vierte und so. Und das war große Liebe. Und dann nach der Saisonarbeit, waren die Erdbeeren war fertig. Wir fahren nach Polen, ein bisschen Urlaub und dann habe ich mit Leonard gesprochen. Die kommt bei mir. Zum Leonard ein bisschen Arbeit helfen. Und eine schwere Arbeit war für meine Frau bei Chef, die Mama aufpassen, die fliegen. Die macht einen Monat oder zwei Monate. Das war ein bisschen schwer. Ne? Junge Mädchen, ein bisschen alte Frau aufpassen. Ja, aber die schafft das. Ja, dann ein Jahr später ich mache heiraten, dann meine Frau war schwanger, kommt ein erstes Kind, wir suchen eine Wohnung in Borheim. Zwei Leute machen auf die Maschine liegen immer, die Spargel vorne auf die Bank und hinten zwei, drei Leute, wenn es zwei Leute, dann ich mache immer erste zwei, drei Sorte, dicke, mittel und die dicke, mittel und die dünne. An die anderen Leute, Martin und andere Kollegen, macht die Spitze, Bruch, Spargel und die ganz noch dünne. Viel Gummi und viel bunt, die Spargel. Und die macht noch die blaue, weil schlechtes Wetter ist Wind, macht die Wind die Folie runter. Dann die paar Stück ist immer eine Kiste oder Hälfte Kiste ist blaue Spargel, die blaue Kopfchen. Aber wenn es drei Leute, dann ist es ein bisschen besser, dann ist ein bisschen leicht. Dann ich habe nur die zwei Sorte, dicke und mittel. Die Kollegen machen die zwei andere. Sortieren und dann ist es leicht, warum muss Kilo die Kiste, 5 Kilo Eis drauf und die Folie. Und auf die Palette stellen. Ne? Eine Leute mehr, dann ist es ein bisschen leicht. Den grünen Spargel her auf die halbe Waschmaschine. Hier wird das abgeschnitten und dann wird der grüne Spargel gewaschen. Und hinten wird er sortiert. Also um 6 Uhr fangen wir an, dann fahren wir meistens Spargel stechen, dann tun wir waschen, sortieren und danach, wie gesagt, wenn wir jetzt fertig sind, dann gehen wir Salat schneiden
Kräuter machen, Erdbeeren pflücken, Rhabarber schneiden, Salat schneiden und was noch, was haben wir noch? Lauchzwiebeln, was machen wir für den Markt fertig, was die anderen Händler noch bestellt haben. Jeden Tag. Ja. Ich sage, ist kein Arbeitshobby. Ja, die ist überall dabei. Meine Frau macht überall mit, egal ob im Laden, draußen. Die kann gar nicht anders. Gleich fangen wir auf dem Feld und machen halt, wie gesagt, die Salate. Also mein Name ist Leonhard Palm. Ich bin hier in Uedorf Biobauer. Wir betreiben den Hof jetzt genau seit 26 Jahren. Wir haben vor 26 Jahren umgestellt auf biologisch-organische Wirtschaftsweise unter dem Naturlandverband. Und das haben wir bis heute beibehalten. Wir haben 4 Kinder, 4 Mädchen, ich und meine Frau zusammen, von denen jetzt mittlerweile auch eine auf jeden Fall hier im Betrieb einsteigen will und die zweite ist sich noch nicht ganz so sicher. Nazywam się Martin, przyjechałem z Polski, z Rudeśnowskiej, województwa katowickie. Mam 37 lat. Pracuję w Niemczech dopiero 2 miesiące, ale do Niemiec jeżdżę od 10 lat, ale tylko na urlop, do rodziny, kiedyś jeszcze do koleżanki. To już było bardzo dawno temu. Immer zusammen gut arbeiten, schönen Spaß im Wochenende immer. Es gute Kollegen, gute Junge. Jest to coś nowego. Nigdy nie pracowałem, zawsze pracowałem w budowlance. No a że wyszło tak jak wyszło, no to... Ale nie ma źle, jest dobrze i... Nawet chciałbym zostać tu dłużej, tu w tym miejscu, nie? Zwei rumänische Leute, ich hab auch im Arbeit. Die Saisonarbeiter, die machen auch diese Jahre gut. A jedes Jahr ist jemand, die zwei rumänische kommt. Jedes Jahr zwei rumänische Leute kommt. Mag gute Arbeit auch. Ich komme aus Platsch, ich fahre mir Platsch, ich frage mich. Mir ist tot. Ich warte für Most. Munka nicht gerade so grea, falls ich komme in der Parte der Chalante. Mir wäre fast primäre Zili. Grea, du bei meinem Geschnitt. Nein, ich treffe dort, drei Zili, grea, du bei dem Geschnitt. Jetzt war es nicht schlecht. Ganz definitiv, ja. Trinken nicht, das ist auch so eine Voraussetzung, ne? Dass wenn die hier zu lange sitzen, ist doch ziemlich viel Alkohol irgendwann im Spiel. So, und das machen die zwei, so wie ich auf jeden Fall nicht mitkriege. To było bardzo szybko, bo to było... W czwartek było zadzwonione, w piątek już był autobus. No, w czwartek na wieczór, godzina 21, 9 na wieczór. Czy jadę? No to jadę. W piątek o godzinie 13 autobus z Polski już tu. To było takie pakowanie się na szybko, wszystko do torby, tak no byle wrzucić, kupić, coś na drogę, coś żeby tu, no ten pierwszy tydzień, nie? Jakoś to przeżyć, coś wziąć ze sobą, no i praktycznie bez namysłu. Taki powiedzmy spontan, o. Jadę, no to. Ich war in Polen arbeiten normal, aber ich mache eine Wochenende mit Kollegen grillen und dann Kollegen bei Schwestern anrufen, die brauchen eine Kollegen für Arbeit. Ja, ich sage, für welche Arbeit, was muss machen und so. Ja, die sagt, für Gemüse von Bauarbeiter. Ich sag, wie lange und wie schwer ist oder nicht. Ja, die machen mich alles erklären und dann ich mach Polen die Arbeitskundigung. Dann ich komme nach Deutschland. Das war nur 2 Tage Zeit. Die machen Samstag mich anrufen. Ich mach Montag oder Dienstag, 2-3 Tage später, mit dem Bus kommen nach Deutschland.
Und dann bleiben bis jetzt, 8 Jahre jetzt schon. Bei dem Gregor ist eigentlich wie bei den meisten gelaufen. Der Bogdan sagte, ich will eigentlich nicht mehr kommen, ich mache lieber Busfahrer. Ich habe aber kein Problem, ich habe da einen in Polen, den kann ich dir empfehlen. Und so kam der Gregor jetzt speziell schon als 18- oder 19-Jähriger hin, hatte weder Ausbildung, hatte weder vernünftigen Abschluss, nichts, aber hatte wenigstens einen Führerschein. Ich weiß, der kam dann hier an, als 18-Jähriger war sehr, sehr ängstlich in seiner ganzen Wesen. Ja, und er hat dann die ersten Jahre auch hier so mitgearbeitet, im Container hinten gewohnt. Ja, und hat da irgendwann seine Frau hier kennengelernt, die auch hier Saisonarbeitskraft war. Ja, und da ist dann ein Kind draus entstanden und er wurde geheiratet und seitdem ist er ganz fest hier. Ich war jung. Aber ich wollte arbeiten, ja, auf 13 Jahre alt. Ich bin dann nicht arbeiten. Im Sommerferien und der Winterferien. Und da war ich, bis Mittag nur Schule war, dann ganze Zeit, ich mache meine Dorfarbeit. Weil meine Mama war alleine, ich habe keine Arbeit in Polen. Nur ein bisschen Geld, dann ich mache helfen für Mama. Ne? Die 2 Leute ist immer festgestellt, weil die brauchen 2 Leute immer ganze Jahre. Aber wir müssen alles mit Hand hacken, das ist alles Bio, keine Spritze. Das ist ein bisschen schwer, ne? Ganze Kürbis, Weißkohl, alles, was die hat, man muss mit Hand sauber. Und Winter ist schwer, die Pore. Ab Oktober, wenn schönes Wetter, wenn schlechtes Wetter, dann Mitte November. Wir haben ein bisschen viel, ungefähr 2 Hektar, glaube ich, Pore. Jeden Tag muss 6 Reihen, 9 Reihen aus und dann alles mit Hand aufladen, putzen, sauber und so. Wenn es viel Bestellung, dann ganzen Tag Hand im Wasser. Egal, wie es warm, kalt, nass. Ja, die brauchen 2 Leute, aber eine schaffst du nicht, ne? Als Entlastung auch für mich das Jahr über. Ne? Ich muss nicht immer mit dabei sein beim Ernten. Ich kann auch schon mal sagen, ihr geht ernten. So, und wenn die Pflanzen gehen, dann können die das auch alleine. Das sind, es sollte eigentlich eine erhebliche Erleichterung für mich sein, da ich nicht jede Tätigkeit mitmachen muss. Na, Gunnar napisał? Nie. Ja, tuż przekwitnie. Jacek? Morgen. Nein, aber wann willst du dann? Ich mache jetzt, weil ich bin mit Martin. Okay, gut. Czy Marcin? To. Weź daj mi tutaj siatkę w początku, albo idź w tamtą stronę, bo szef przyjedzie ciągnikiem. A jedna tylko, czy obie? Nie, no obie, nie? Bo będziemy sałatę sadzić. Ja, das ist Abfall von heute Morgen. Ich mache jetzt weg viel Feld. Ich bin jetzt fertig alles. Ich habe Korabi, Bonzwiebeln, das, das. Ja, ich bin alles fertig. Jetzt ich fahre nach Hause, alles waschen. Der Arbeitsablauf sieht vor, morgens Spargel, dann Erdbeeren pflücken, so wie die Bestellungen sind von den Läden oder wie wir es brauchen im Hofladen. Und anschließend soll Rhabarber gerissen werden. Und wenn die dann noch Zeit haben, dann sollen die Unkraut hacken und pflanzen gehen. Facem curând o mâncare, odată face Florin, odată eu, depinde cum avem chef, cum ne simțim. Dacă el se simte bine, îl face el și eu dorm.
Sau dacă eu mă simt din fac eu și el doarme. Și când e gata, ne trezim unul pe altul. Cum ar fi? Câte jumătate? Ce ia după aia. Da, de parcă le beau vodka. E bebe. Deci eu... Nutella? Nu iau lingura. Pentru mine... Nu, e o senzație bună, că mai am muncit și cu alții și... Nu mi-e greu. Mă obișnuiesc imediat. Ne no bo te kontenery to jest takie, nazwijmy to przejściówka. Przyjeżdża się tu, do pracy, tak jak ja teraz. Na chwilowo się jest, tu się mieszka, no bo początek zawsze jest najgorszy. Aber unser Problem von Anfang an war, Saisonarbeitskräfte unterzubringen. Da hatten wir erst so kleine Bauwaren hier stehen, das war uns ganz gut genug. Da haben wir hinten einmal gebaut, zwei Zimmer gemacht, die waren dann auch wieder zu klein und irgendwann haben wir die Container hinten aufgestellt. Und da war ich dann der Meinung, jetzt müssen wir einmal so groß machen, dass ich nicht alle zwei Jahre wieder anfange zu bauen. Meine Zimmer war, erste war diese, die erste. Ne, erste, Entschuldigung. Erste war die erste, ja, die zweite Türe und dann war die zweite. Da ich wohne mit Kollegen zusammen und dann später, weil ich finde meine Freundin, dann Chef sagt, nimmst du dieses Zimmer, dann machst du mit Freundin zusammen ein Zimmer und dann wohnst du. Vielleicht, wenn ich habe keine Freundin und so, dann glaube ich weiter wohnen auch die Zimmer. Ich mache da, wenn Kollegen haben Geburtstag, wir machen schöne Sitzen hier, schöne Feiern, grillen, Bier trinken. Wann ist Fußball, Spiel im Fernsehen, dann wir gucken auf die Fußball. Wir machen da ein bisschen eingebaut, da ist ein bisschen mehr Platz war. Da war ein Problem, alles war auf. Der Gregor war ja damals mit hier, mit seiner Frau und dann haben wir dann wir haben ein bisschen größer und wir wollten natürlich ein bisschen was, nicht nur den Container, da sollte davor ja auch ein bisschen was, damit jeder sieht, wenn die mal auf Toilette gehen, so, dann sollte ja auch so was wie Aufenthaltsräume da entstehen, ne? Und dann haben wir da immer so ein bisschen was dran rum weitergebaut, damit das so ein bisschen wohnlicher wurde. Da ist die Waschmaschine, da rechte Seite ist Dusche. Da ist Toilette. Ja. Ja, wie sind Sie im Oben? Hier oben wohnen die Martin. Ich mache auch mit Martin jeden Tag Mittagspause zusammen, weil ich wohne hier nicht, ich arbeite nur, ich Mittag mache zusammen mit Kollegen. To jest mój naród, moje miejsce życiowe. Jakby nie było, to sentyment do kraju. No i to musi jeździć ze mną. O pokoju to w ogóle jeszcze nie urządzał. Jak przyjechałem, to tak było. No i z początku nie ma co robić. No zostawiłem, no a może kiedyś będzie remont, a może nie zdążę, że albo pójdę na swoje, stąd, no a no będę widział. Florin m-a cunoscut în țară când am mers să facem contractul. Și acolo ne-am întâlnit amândoi și ne-am cunoscut și el mi-a zis singur că s-ar putea să fim împreună. Și am venit aici și ne-am cunoscut și acum de mai cum ar veni ca doi frați. So wie ich das sehe, sind die zwei auch sehr verliebt irgendwo in Rumänien, weil jeden Abend sitzen sie hier vom machen sie nicht WhatsApp oder was, ne, damit sie da unten Kontakt halten, ne?
Ja, ich nehme an, die sind froh, wenn irgendwie die Zeit um ist, dass wir dann nach Hause kommen. Mama mă sună cred că acum. Fratele sau sora mă sună telefon. E bun. Vreau să afle dacă ești bine, dacă sănătos, dacă cum merge munca cum una alta și tot așa mai departe. Ei tot muncesc, așa cum muncesc eu, muncesc și ei și sora și fratele. Da. Tot așa de greu și asta este ce se face. La mine părinții în țară, fratele mai mic ca mine. Încă el încă acasă. Mă numesc Alexandru, Alexandru Hapinciuc Florin. Sunt dintr-un sat mare și frumos. Se numește satul Șerbăuții și am 23 de ani. În Germania mai sunt, este mama mea, fratele meu și sora mea. Și aici, nu știu, sora e prima oară care vine aici și fratele meu de vreo 2 ani și mama de vreo 3 ani, cam așa ea merge. Tot așa cum eu. Eu am fost prima oară cu mama, am fost prima oară cu ea tot, agricultură când am fost. După aia am venit cu prietenul meu. M-am decis ca să vin munca asta cu sezonul pentru că e contractul pentru 2-3 luni și ai timp să mergi înapoi acasă și să, că unii munceam înainte, era, stăteam cum ar fi, tatanul stăteam acolo, 7-8 luni munceam tatanul și nu, veneam, mergeam numai de Crăciun acasă și era prea puțin să stau acasă și când am venit aici, aici mergi acasă și ai mai mult timp să petreci cu familia și cu părinții. Rumänische Saisonarbeitskräfte werden fast immer durch Vermittler angeboten. Komischerweise kriegt man im Winterhalbjahr fast jede Woche einmal so einen Vermittler, der dann hier anruft und sagt, ja, man braucht doch keine Saisonarbeitskräfte, ich vermittle die. Ich wollte das nie machen, bin aber dann durch eigene Bemühungen an rumänische Leute ranzukommen, auch mal sehr auf die Nase gefahren. Und bei diesen Vermittlern ist das Grundvoraussetzung, dass die komplett mit ihren Papieren hier ankommen. Also mit dem ersten Tag, wo die hier sind, haben die auch alle Papiere dabei, kriegen sie gebracht, da können sie die ordnungsgemäß anmelden. Ich weiß, dass der Vermittler auch einen Teil Geld dafür kriegt, muss aber sagen, es klappt gut. Ich bin Florin, am 20 de ani. Am venit să lucrez aici, că în România nu este. Tu vrei să mergi acasă sau nu? Păi vreau să merg acasă, mi-e dor de prietenă, de familie. De părinți, de... Da. Și mie mi-e dor de mamă, de tată. De... Și na. Când o vezi eu, plecăm, plecăm și gata. Da, până atunci muncim. Mai ai, vreo lună și atâta. Păi o lună, dar totuși, mai este. Da. Kiedyś kobieta mnie tam trzymała. Praca była. Pracowałem. No i tak nie było ochoty wyjeżdżać, nie? Zresztą mało to, kiedyś zawsze mówiłem, że nigdy nie wyjadę, nie, stamtąd. No ale życie pokazało coś innego. România am muncit înainte. Când eram, când aveam 18, 19 ani, 17 ani, munceam la defrișor, cum ar veni, la spații verzi. La tăiat pomii, erau cu drujba, cu asta, tăiat iarba, era firmă la noi și la acolo munceam mai mult. De, pentru că n-au avut posibilitate părinții să mă țin la școală. Și sunt mai multe. La noi, în România, sunt mai multe de aia. O, pracovam od... 10 lat pracovam, 11 în Polsce. Pracovam w trzech firmach. Jedna była... Zresztą wszystkie były budowlanka, tylko niektóre domy się robiło, ale zazwyczaj robiłem budowlanka drogowa. Chodniki, trasy, ulice, tory tramwajowe, jako elektryk. No i to tak, no i pracowałem no, prawie cały czas, jakby
Nim tutaj przyjechałem, to nie pracowałem półtorej miesiąca, miesiąc może. No i był telefon, że mogę przyjechać tutaj. Mult înseamnă că poți face un ban și poți face ceva acasă. Asta e. Jak się coś zepsuje, to trzeba naprawić, coś pomalować, no to jest wołany Marcin. No to Marcin idzie. No to przykładowo tak jak dzisiaj. Oni wszyscy w polu, a ja musiałem regały w sklepie. Marcin fachowiec, niby. Do. Regały porobić, tu płot, tu coś poskręcać, tu pompa, tu tak i... Ja nie zawsze w polu jestem tylko, bo to, no po prostu, umie coś zrobić, no to mnie wołają. No i ja mam, nie tak jak niektórzy, że pole. No, jest coś do zrobienia, to Marcin idzie, o. Wir haben heute Samstag, Wochenende, immer früh Feierabend. Dann wann wir haben Lust, Zeit, dann wir machen immer Wochenende Grillen. Dann kommt alle Freunde, Kollegen zusammen feiern. Noch eine Woche, dann wir haben Spargel vorbei. Noch vielleicht 3-4 Tage, Spargel ist und Erdbeeren vorbei diese Jahre. După ce se termină contractul, mergem acasă și mai vedem ce facem. Venim înapoi sau nu. Dar cred că venim înapoi, că facem, e deja rezervat deja pentru noi în altă parte. Ma, puxa, tem tudo de coleguinha. Dann, wir haben Sonntag frei ein bisschen, weil wir Sonntag aufstehen, ein bisschen für Spargel stechen und ein Erdbeeren pflücken. Aber wenn Sonntag ist frei, dann wir machen ein bisschen länger feiern. Nicht so wie normal bis 19 Uhr oder bis 21, 22 Uhr, nur ein bisschen dauern. Dann Kollegen fahren ein bisschen Disco bis Sonntagsmorgen. Ja, dann Sonntag ist frei, schlafen bis 19 Uhr. Do dzieci kurczaka? Dawaj dwie paczki. Bo ja potrafię sam do Kolonii jechać, czy do Bon. Całkowicie sam. Ich, oni nie jadą, nie? Bo Grzesiek i żona i to, to nie może za bardzo. Ale jak ja jadę, to jakoś tam się i dogadam, i posiedzę. Niemcy to jest taki naród, że chociaż się nie rozumie, to oni tak pogadają. I to jest właśnie fajne. Ja nie rozumiem nic, ja nie rozumiesz, ale bla, 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 bla. Hi, i się pośmiejemy. No i to też jest fajne. Takie przyjemne, takie normalne, nie? Są ciut troszkę bardziej przyjaźni. Jeden do drugiego. W Polsce tego nie ma, że człowiek człowieka nie zna. Że jeden do drugiego przykładowo na kawie przychodzi, pogada tu. U nas nie. Się nie znamy, to siedzimy osobno. Wieczory, weekendy. Z tymi dwoma, co przyjechali, to nie. Z Grześkiem to często, czy ja do niego jadę. Do domu, czy na ogródek. Czy oni tu przyjadą. No to się siedzi, się robi grilla, się dzwoni po znajomych, po resztę Polaków. No i jest wtedy tak, powiedzmy, swojo. No, każdy swój. Się siedzi, troszkę się pobawi, później się rozjeżdża. Albo się zostaje ktoś u kogoś. Bo nieraz u Grześka się zostawało. No i to tak.
Ale jak to było? Mięso, mięso! To ja! Nie wiem, to gra ciebie, nie? Nie wiem, ona pole chyba, ale... Nie, nie, gumi... Wir müssen noch morgen aufstehen, bisschen Spargel stechen. Aber da 7 Uhr oder 8 Uhr, dann wir noch gucken, wie weit heute ist. Aber Montag, wir sind normal fit, so wie immer, jeden Montag. Muss bis fit, stark. Ganze Woche ist ein bisschen lange, dauert. Normal muss Freitag, Samstag, Sonntag frei. Und Montag bis Montag. Nur 3-4 Tage Arbeit und 3,5 Tage Wochenende. Aber das geht nicht, muss arbeiten, muss Geld verdienen und ja, so ist. Deutsche Leute immer Arbeit, Deutsche immer Freitag um 2 Uhr Feierabend. Meine Wenigkeit. Ja, polnische, rumänische Ausländer muss arbeiten im Wochenende. Das ist auch ein Problem für deutsche Leute, weil Bauer macht ein bisschen weniger Geld bezahlen, ne? Die macht 5 Euro, 5,50 Euro bis 6 Euro eine Stunde bezahlen, ne? Das ist für deutsche Leute, das ist gar nichts. Für Ausländer, für rumänische und für polnische Leute, da ist ein bisschen viel Geld. Weil Polen für einen Monat, die finden 500 Euro, 350 Euro einen Monat. Deutschland für die 6 Euro dann 1300, 1400 Euro oder 1000 Euro, ne, finden, wenn viel Stunde ist im Saison. Ich helfe noch ein bisschen Jobcenter in Deutschland für Ausländer. Ja, ich bin nicht Ausländer, aber die helfen mich. Ein bisschen für Mietezahlung und so. Die Hälfte der Mieten, die geben mich. Deutsche Arbeitskräfte, da ich jetzt sagen könnte, ja, nee. Ich wüsste auch nicht die ganzen Betriebe drumherum. Auch in den 80ern hatten wir ja mal so eine Arbeitslosenschwemme, ne? Ich glaube, da hatten wir 2 Millionen oder was. Aber dass hier jetzt Leute vorbeikamen und sagten, hier Saison, bei Ihnen arbeiten, nee, gar nicht. Dafür war Landwirtschaft, glaube ich, zu sehr verpönt. Knochenjob. Machst dich kaputt und kriegst nichts für. Bist du 7 Uhr im Feld, machst du vergessen Regenjacke, hast du kein Auto oder keinen Traktor, dann musst du bis 12 Uhr bis Mittag, ganze Klamotte ist nass, musst du arbeiten. Ne? Hacken oder Gemüse schneiden oder irgendwas. Ja, vergessen Wasser, wann ist keine, ja, wann ist warm, ist Sonne, dann hast du keine Wasser. Ja. Aber da ist schwer, ne? Ich muss ein bisschen denken. Das ist für mich ein bisschen zu großer Bauch auch. Die Rücken war vor einem Monat, 2-3 Wochen Problem, die Beinscheibe. Ich war krank geschrieben, 2,5 Wochen. Immer Spritzung, Spritzung, das war ein bisschen einfach. Muss aufpassen, muss suchen andere Arbeit. Ne? Immer nass, kalt. Wenn Winter ist, Poren, dann muss jeden Tag 2-mal Hose tauschen. Und dann die Gummistiefel, wenn es nass regnet. Ne? Das ist für die Gesundheit auch ein Problem. Ab 6 Uhr bis 17 Uhr den ganzen Tag mit den Hacken, dann ist schwer. Da war Spargel, war ist Spargel vorbei. Das war ein bisschen, ja, ab 6 Uhr Spargel stechen, noch irgendwas zwischen waschen und dann Gemüse, Salat ein bisschen schneiden und dann im Gewächshaus ein bisschen Tomaten hacken. Aber wann ist alles fertig, Spargel vorbei, dann ab 6 oder ab 7 bis 17 Uhr und ab 16 mit die Hacke. Alles hacken. Das war vor 2-3 Jahren. Ja, Kollegen fahren nach Polen. Keine Lust arbeiten, war zu schwer. Dann ich war alleine. Dann immer 3 Wochen. Weil andere kommt, ich finde andere Leute.
Das war, ich war drei Wochen alleine in die Feld. Immer hacken, Pore, Kurbis. Das war. Für mich war das nur Hacke und Kurbis oder Pore. Das war schwer alleine. Ne? Meine Eltern haben Spargel angebaut und die hatten einen halben Hektar Spargel und damit waren die zwei ausgelastet. Da gab es nichts mehr links und rechts. So. Und das war ja erst möglich, nachdem sie Saisonarbeitskräfte kriegten und sagen, na gut, dann machen wir eben ein paar Hektar Spargel, dann machen wir noch Erdbeeren dabei und noch Rhabarber dabei, weil im Grunde Arbeitskräfte kriegen sie ja. Was kriegst du, wenn ich schon auf jeden Fall mache? Bei Rumänien nicht falsch. Nein, falsch, wenn ich es nicht mache, nein, falsch. Asta e viața noastră, de aici, cum ar veni. Tata. Și așa merge mai departe. Cu greu și cu bine. Ich habe 88 gestartet. Hatte mir direkt irgendwie 3-4 türkische Mitarbeiter gesucht, womit wir hier pflanzen konnten. Weil ich dachte, auch direkt muss groß machen. Da kam einer ein Feld zu mir und meinte, Junge, wenn du mal nicht die Türken hast, da liegst du aber dick auf der Nase. Da klappt doch alles dann nicht mehr. Und der Mann hätte auch recht gehabt damit. U nas tak nie ma. Niby jest ta praca, no bo jest, ale mało płatna. No i to jest ogólnie najlepsze rozwiązanie, bo siedzieć tu, zarabiać, pracować i zarabiać, a tam pracować i nie zarabiać, no to każdy woli jechać gdzieś, przykładowo nawet i tu. No, lepsze życie, lepsze warunki, nie? Troszkę, raczej troszkę dużo lepsze. Polen war schwer mit Arbeit. Muss viel Arbeit, viel Stunde und kleine Geld. Das war gleiche Stunde in Deutschland und ein bisschen doppelt Geld. Wie 2006, 2007. Ja, jetzt ist gleiche wie Polen. Ungefähr so, ja. Ja, aber ich habe jetzt Kinder, die in Deutschland geboren, da muss jetzt Deutschland bleiben. Die muss Schule, alles. Jetzt die Tochter, die Victoria, die ältere Tochter, die geht in erste Klasse im September. I tak zazwyczaj każdy mówi, że rok, dwa tu posiedzi, później się robi 8, 5, 10 czy 15 i dalej tu tkwią. No to raczej może być tak, jak wszyscy to zrobili. Na 2-3 lata przyjechali, a się okazało, że byli tu 15 czy 25. Tak moja rodzina, większość, nie? No, też wyjechali w 92, 3. Jak komuna upadła, nie? No to oni wtedy wyjechali. To wyjechali też na parę lat. No i te parę lat, że 2014, oni dalej tu siedzą. Niektórzy na emeryturach, ale są i są. I już jakoś nie chcą wracać, no to przecież nie wiadomo, czy jak ja to kiedyś zrobię. Meine liebste Arbeit, das ist Pore pflanzen. Die ist Ruhe, wie macht, wir haben 200 Meter lange Feld, lange Reihe. Und dann die 200 Meter, wir pflanzen ungefähr 20 bis 25 Minuten, sitzen da um die Maschine. Kein Stress, Leute lachen, Spaß, das ist für alle Leute Lieblingsarbeit. Und noch ist eine Lieblingsarbeit für mich im Herbst, die Traktor fahren, alle Felder flügen. Das ist auch für mich gute Arbeit. Ich bin alleine, ich weiß, was ich machen muss, kein Stress. Im Traktor ein bisschen Radio ist, dann ein bisschen Musik hören.
telefon unterwegs.